auf geht's! Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor in der Garage. Ich habe mit Delio Part 2 neulich ein ganz interessantes Match gehabt auf Himmelsdorf. Also jetzt nicht mega spektakulär, aber ein schönes Match, wo man mal gesehen hat, wie man so eine unklare Situation durch Cappen bereinigen kann. Beziehungsweise, was heißt bereinigen? Also es gab ein Spiel, da haben wir durch Cappen gewonnen. War jetzt nichts Spektakuläres, aber es war halt ein bisschen unsicher, wo wer vom Feind hinfährt und ob er demnächst in unserem Cap einreite. Deswegen haben wir uns gesagt, wir werden jetzt mal zu zweit cappen, um die Sache zu sichern. Und das Spiel habe ich mit meinem Typ 3 Shinukai im 5er Tier gemacht. Den wollte ich euch dabei eigentlich mal vorstellen. Das ist ein Goldtank, der eignet sich ganz gut, um für japanische Mets die Mannschaft zu trainieren. Ich habe mir ehrlich gesagt, ich habe den gekauft, weil der 4 Euro gekostet hat, weil er rabattiert war. Und ich dachte mir, geschenken Gaul, na ist nicht ganz geschenkt, aber ganz witziges Fahrzeug, 4 Euro, das mache ich mal. So, der ist ganz okay. Haut einen jetzt nicht vom Sockel irgendwie. Ja, hat eine 7,5er Gun, macht 125 Schaden, schießt relativ schnell, irgendwie 12 Mal in einer Minute. Ja, hat so Standardgeschichten. Aber ist irgendwie, ich habe vorhin mal geguckt, ne, hier, erstaunlicherweise ist der, wenn ich mal so meine Tanks mir angucke, trotz der, na gut, hat noch nicht wirklich was zu sagen mit 23 Spielen, aber der hat eine ganz gute Windquote. Also irgendwie, entweder das ist noch keine Aussage oder der scheint mir ganz gut zu liegen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der ist so, gibt da keine großen Nachteile. Die Gun ist ganz in Ordnung. Die hat eine ganz, die ist ganz gut akkurat. 0,37, also hält sich alles irgendwie in Grenzen. Ich habe einen Ansetzer drin, ich habe eine Lüftung drin und wollte eigentlich mal noch, ich habe noch ein Tarnnetz übrig. Das Tarnnetz wollte ich dann mal reinschmeißen. Ja, ist jetzt, ist ein ganz nettes kleines Ding. Das war ein ganz, ganz interessantes Spiel, eigentlich ganz lustig, aber eher so was zum Angucken. Die meisten werden gähnen und werden sagen, das wussten wir doch alle schon, ist doch lächerlich. Aber egal, ich habe es jetzt einfach mal bereit gemacht und lade es gleich hoch. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Tschüss. Ja, da sind wir dabei, würde ich mal sagen. Da hinten ist er. Der D-Leopard 2. Wie kommen wir eigentlich auf so einen Namen? D-Leopard 2. Musst du uns mal einen Kommentar schreiben. Kann ich mir nicht erklären. Leopard 2 vielleicht ja noch, aber so. Naja, Himmelsdorf. Himmelsdorf. Und wir, ja, ist gar nicht so, sieht gar nicht so schlimm für uns aus. Um nicht zu sagen, es sieht eigentlich ganz gut aus. Bei Himmelsdorf ist immer so eine Sache. Ich bewege mich ganz gerne mal, also, oder sagen wir mal andersrum, ich konnte mit Himmelsdorf immer reichlich wenig anfangen. Und deswegen habe ich von Saito gelernt, dass wir, oder dass man in Himmelsdorf eigentlich immer ganz geil hier hinten in die Ecke gehen kann und mal gucken kann, ob was rumkommt. Da ist man nämlich, wenn hier hinten in der Ecke ist, guck mal auf die Minimap, hier, wenn hier in der Ecke ist, wenn der Cap hier in der Ecke ist, dann ist man da nahe dem Cap. Und zusätzlich kann man irgendwie ganz gut, hier gucken, was hier so snipermäßig in der Ecke los ist. So. Hier passiert aber nichts. Zusätzlich ist mir, also der D-Leopard 2 kommt mir jetzt hinterher und mir wird jetzt klar, dass da hinten in der Heavy-Gasse reichlich Monster viel los ist. Und ich denke mir dann so, okay, dann wird hier wohl wahrscheinlich nicht viel zu erwarten sein und wir fahren mal hier lang und gucken mal, was hier so passiert. So, zack. Jetzt geht da vorne einer auf. Ich gehe in Sniper-Modus und guck mal, das Aim dauert leider mit dem Shinukai, dem japanischen Goldtank, reichlich lange. Delopar trifft einmal, ich kann abstauben.
Also, ganz gutes Teamwork. Das ist, wartet mal, ich gehe mal zurück. Das ist nämlich auch genau das, was ich immer sage. Ja? Fokussieren von einem Ziel, habe ich von Dale Garin gelernt, eine der ersten Grundregeln. Fokussieren von einem Ziel, weil dann sind einzelne Tanks schneller rausgenommen. Und was schneller rausgenommen ist, ist logisch, kann nicht mehr wehtun. Jede Kanone, die aus dem Spiel ist, ist aus dem Spiel. So, jetzt gucke ich noch mal ein bisschen. Gucke ich noch mal ein bisschen hier, was da oben mit Timmelsdorf auf der Kirche da oben ist, ob man da irgendwie, ob man da rankommt. Versuche noch mal da hinten dem einen zu verpellen. Da bin ich mir gar nicht sicher. Der hat Schaden gemacht, aber ist halt irgendwie unsichtbar gewesen, als ich ihn getroffen habe. Also wird das auch nicht mehr aufgenommen. Dann war ich mir nicht ganz sicher, was da hinten so alles durchgeht, was wo man da durchgucken kann und ob man da durchschießen kann. Merke aber irgendwie, das geht nicht wirklich. Da kann man nicht durchgucken und nicht durchschießen. Also sage ich mir, shit upon. Ich fahre weiter. So, Delio über 2, immer schön hinten mit dem Mang. Weil Konzentration von Firepower. So, jetzt habe ich nämlich hier gesehen, in der Seitengasse waren ja hier einiges. So, fahr rum, bin im Zoom, kann auf den Priest schießen, aber sehe nicht, dass die Stuck hier, oben in den Ruinen steht. Und habe jetzt einen Mega-Lag, kann überhaupt nichts machen. Und bevor hier irgendwie wieder sich was tut, stehe ich da also eine Weile dämlich rum. Kann dann irgendwann wieder zurücksetzen, nachdem ich aus dem Lag aufgewacht bin und gemerkt habe, dass mein Red Kip langsam mal rangesetzt werden müsste. Und habe mir dann überlegt, okay, kommst du da oben ran? Nee. Hab gesagt, okay, ich bleib mal hier stehen, wo ich bin und versuch mal bei dem Steward nochmal was zu bewegen, ohne bei dem Stuck in die Schussrichtung zu kommen. Funktionierte dann aber nicht. Dann bin ich ein Stück rausgefahren, habe dem Stuck eine verpellt. Delo 2 hat abgeräumt. Und jetzt entwickelt sich der Jensor zum klassischen Killstealer und räumt den ab. Also bis hierhin, wartet mal, ich mach mal Pause. Bis hierhin, also eigentlich alles ganz easy und gar nicht so schlimm. Mir war aber klar, was da, was die Heavy-Gasse rumgedrückt ist, da könnte noch einiges sein. Wir haben dort hinten Leute vom Hill, die runter sind, die für mein Verständnis relativ schnell dort hinten zum AMX fahren werden, den AMX töten und sich hinstellen und cappen. So, und da mir nicht ganz klar war, wie viele da durchgefahren sind, haben wir uns überlegt, dass wir hier einfach mal selber cappen gehen. Ja? Denn dann ist es scheißegal, wenn wir die Ersten sind, die cappen, kann man so ein Ding halt mit Cappen nach Hause bringen. Deswegen, dieses Replay ist halt auch mal ein Zeichen. Dafür ist jetzt kein spektakuläres Spiel, aber ist halt, ihr müsst euch überlegen, sinnvoll zu cappen oder halt eben nicht zu cappen. Und in diesem Falle haben wir uns überlegt, wir wissen nicht, was da hinten alles zum Cap fährt und was dann noch so alles passiert. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir cappen. So, beim Cap-Kreis hier in Himmelsdorf stellt man sich üblicherweise irgendwo in Deckung, logisch, ne? Wir sehen jetzt, da hinten ist was aufgegangen. Und ich kann den ersten Schuss platzieren, ziehe mich wieder zurück in Deckung. Denn der Churchill bietet mir ja wunderbare Deckung und kann den zweiten Schuss verschießen, weil ich ein bisschen zu nervös war und hin und her gewackelt habe. Kann den dritten aber versenken und alles wunderbar. So, das kann der Deleopard 2 abräumen und dann ziehen wir uns zurück und cappen das Ding nach Hause. Ne? Also 14 Sekunden sind noch. Wir sind hier in Abdeckung. Wir gucken so ein bisschen, was da hinten eventuell kommen könnte und können das Ding dann mit nach Hause nehmen. Ist eigentlich der Klassiker. Jetzt sind die drüben nicht cappen gewesen. Ne? Keine Ahnung, wo die Jungs hingefahren sind. So, Cap erobert. Ich mache mal auf Stopp, weil jetzt passiert ja hier nichts mehr. Wenn wir jetzt mal gucken, wir haben im Endeffekt wäre das gar nicht nötig gewesen. Wir gucken, wir sehen da oben, M4 und AMX leben noch. Die Gegner da hinten sind alle pulverisiert worden, aber es hätte halt eben sein können. Deswegen strategische Herangehensweise bei so einer Sache, ruhig mal ein Spiel nach Hause cappen. Und cappen ist ja für die Effizienz, ich sag mal, nicht mehr mit Berechnung. Aber sind natürlich gewonnene Spiele, sind immer besser als verlorene Spiele, die zählen ja mit rein. Insofern, also strategisch, wenn man nicht weiß, was da hinten mit dem anderen Cap-Kreis passiert, einfach cappen, das Ding nach Hause fahren und zu zweit
war das jetzt auch schneller Tee, relativ schnell gegessen. Und jo, ich werde mal noch ein paar andere Spiele sammeln, die alle mit Captain zu tun haben. Denn ebenso gut möchte ich euch mal Spiele zeigen, die verloren wurden, weil keiner gecapped hat. Das ist nämlich genauso ärgerlich, oder wo keiner die capped hat, ne? Also logisch. Weil wenn Gegner capped und keiner sich drum kümmert, hat der irgendwann gewonnen. Kapieren immer alle nicht so richtig oder sind zu faul hinzufahren oder wollen lieber noch Schaden machen. Aber im Endeffekt, wenn der Zeitstrahl läuft vom gegnerischen Cap, dann verlierst du irgendwann, wenn du nicht decapst. Außerdem bringt die Cap Punkte und steigert die Effizienz. Also verstehe ich immer gar nicht, warum die Leute nicht decappen. Ist eigentlich eine wunderbare Sache. Gut, das ist also hier das erste in der Serie Cappen und Decappen. Und jetzt sehen wir uns gleich noch in den Aftergame-Stats. Bis gleich. Sehr geil. Ich lache mich schlapp. Ja, man hört leider beim Beginn des Videos ein Wassergurgeln. Nein, ich sitze nicht auf Toilette, während ich das Video hier mache, sondern es ist die Spülmaschine hinter mir. Wir haben so eine offene Küche und ich sitze am Küchentresen und ja, das gurgelt so ein bisschen. Sehr schönes Geräusch. Wie verreist sein mit so einem Bach im Hintergrund oder halt auf Toilette. Bin aber nicht auf Toilette. Also, Sieg. Ja, wir haben einiges an Erfahrung, wir haben 3 Kills abgestaubt, wir haben 791 Schaden gemacht, das ist jetzt nicht so gigantisch. Wir haben die Waffenbrüder, heißt es, glaube ich, ne? Wenn jeder 3 Kills hat und man ein Platoon fährt, bekommen. Ja, war eigentlich eine ganz runde Sache. Nichts Weltbewegendes hier von den Werten vom Spielverlauf, aber halt strategisch fand ich unspektakuläres Spiel, aber halt eben strategisch mal gezeigt, wie man so eine Unsicherheit mit wer fährt da auf den gegnerischen Cap zu, halt einfach auch mal beenden kann und die Sache durchcappen kann. Also normalerweise bin ich eher so ein Typ, der das alles wegrockt noch, bis der letzte Gegner irgendwie gefallen ist, aber ja, also ich habe jetzt auch kein Problem, da mal ein Game wegzucappen. Also, jo, hat der Shino Kai wirft natürlich auch immer ein bisschen Bargeld ab. Über den habe ich jetzt relativ wenig gesagt. Ist auch gar nicht so viel zu sagen. Zudem ist halt ein Premium Tier 5 der Japaner, den man schön nehmen kann, um Crew zu leveln. Ich habe mir gekauft, weil er 3 € gekostet hat oder 4. Eigentlich war da jetzt kein Handlungsbedarf. Aber ja, ist ein ganz nettes Ding, aber nichts Berauschendes. Juti, jo. Ich lade das Ding gleich hoch. Wie gesagt, ich habe auf Toilette gesessen, alles schön vertont, war ein Riesenspaß.